Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine Schokotorte mit Eierlikörsahne und Eierlikörspiegel. Also ein tolles Törtchen für die Ostertage bereits, aber auch für jeden anderen Anlass, natürlich für Erwachsene nur geeignet, da etwas Eierlikör im Spiel ist. Für diese Torte habe ich mir meinen Schokoladenbiskuit vorgebacken. Das macht ihr auch alle am Vortag in einer 24 cm Form. Und wir starten dieses Video gleich mit der Zubereitung unserer leckeren Eierlikörsahne. Zuvor noch ein herzliches Willkommen an alle Neuen hier auf dem Kanal. Jeden Sonntag, das wisst ihr vielleicht inzwischen, gibt es ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Wenn nicht gerade Ferien sind, also unbedingt die kleine Glocke hier unten auch aktivieren, damit ihr dann eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, und hier in der Infobox, dort findet ihr alle wichtigen Informationen zum Rezept und auch den Link zu meinem Blog. Dort könnt ihr nochmal alles nachlesen und das Rezept auch ausdrucken. Ja, und den Schokobiskuit, den verlinke ich euch hier oben auf dem kleinen i auch nochmal, also das Video dazu. Schaut euch das unbedingt an und backt ihn am Vortag vor. Und dann am besten kalt lagern, dann lässt er sich am nächsten Tag nämlich krümelfrei schneiden. Und so wollen wir es ja auch haben. Wir starten mit unserer Eierlikörsahne. Als erstes habe ich hier 7 Blatt Gelatine und die weiche ich in kaltem Wasser ein, wie immer. Ihr könnt diese Füllung natürlich auch mit Agatine zubereiten. Dann müsst ihr schauen, dass ihr die Agatine immer mit etwas Flüssigkeit 2 Minuten sprudelnd kocht, dann sie natürlich genauso angleichen wie die Gelatine. Die Gelatine hingegen darf nicht kochen, die wird nur erwärmt. Ganz wichtig. Die stellen wir uns für 5 bis 10 Minuten beiseite. Während die Gelatine einweicht, können wir schon mal 500 Milliliter Sahne, kalte Schlagsahne, steif schlagen. Ich schlage sie erst an und dann lasse ich 100 Gramm Puderzucker dazu rieseln. So, die Sahne sollte wirklich gut festgeschlagen werden. Die stelle ich mir jetzt gerade noch kalt und kümmere mich um die Gelatine. Die ist inzwischen schön eingeweicht. Und jetzt können wir sie zwischen den Händen einfach ausdrücken, um das überschüssige Wasser loszuwerden. So, dieses Wasser kommt weg. Und geben sie in den leicht erwärmten Eierlikör. Das könnt ihr in der Mikrowelle machen oder auf dem Herd. Wichtig ist nur, er darf nicht kochen. Also die Gelatine darf nicht in eine kochende Flüssigkeit, sonst funktioniert nachher eure Creme nicht. Einfach da reingeben und ihr seht schon, das schmilzt jetzt schön. Ein bisschen nachhelfen. Und so lösen wir jetzt die Gelatine in dem warmen Eierlikör auf. Gut verrühren, dass wirklich alles schön gelöst ist. Und das lassen wir jetzt noch ein bisschen abkühlen und dann können wir es schon unter die Sahne heben. Ich schneide mir jetzt meinen Biskuit, der ist natürlich sehr hoch geworden. Bei einer 24er Form wird er wirklich 6 cm hoch. Den schneide ich mir zweimal durch. 2 Böden werde ich verwenden, einen friere ich mir ein. Also ich habe das Messer auf 2 cm eingestellt. Und ihr seht, das ist ein fantastischer Boden. Wunderschön. Ich habe auch noch etwas Likör reingegeben. Ihr könnt natürlich auch Eierlikör nehmen. Ich hatte aber einen Schokoladenlikör. Das ist optional natürlich, aber das macht das Ganze noch leckerer. Dann schneiden wir uns noch den zweiten Boden, auch auf 2 cm. Wunderschön. So haben wir jetzt 2 fantastische Böden. Und ich kann euch sagen, selber gebackene Biskuitböden schmecken wesentlich besser als die gekauften. Also macht euch einfach die Mühe. Das wird der Torte wirklich einen guten Dienst tun. So, die gerade beiseite. Ja, und den letzten Boden, der noch übrig ist, den friere ich mir einfach ein. Einfach schön einpacken, am besten in Frischhaltefolie oder in einen Behälter. Und dann könnt ihr den Boden locker einen Monat einfrieren. Und sobald unsere Gelatine, Eierlikör, Flüssigkeit etwas abgekühlt ist, auf Zimmertemperatur am besten. Ich gebe jetzt erstmal so ein bisschen Sahne dazu und verrühre das erstmal miteinander vorsichtig, dass sich die Temperatur noch ein bisschen besser angleicht einfach. Die Sahne war ja jetzt kalt und unsere Gelatine war doch auf Zimmertemperatur noch. Und dann so nach und nach den Rest der Sahne dazugeben.
und schön unterheben. Am besten in mehreren Portionen, damit man einfach Klümpchen auf jeden Fall vermeidet. Wunderschön, allein die Farbe, richtig österlich und pastellfarben. Und beim Unterheben relativ zügig vorgehen, weil einfach unsere Gelatine auch schnell angeliert. Nochmal mit dem Spatel schauen, dass man auch wirklich alles mit drin hat. So, wunderschön, unsere Creme ist fertig und wir werden sie direkt auf unseren Boden füllen. So, der leckere Schokobiskuit ist auf meiner Tortenpappe. Darunter habe ich immer einen Tortenretter. Dann kann ich nachher die Torte gut verheben, den Tortenring darum stellen und festziehen. Und ich gebe jetzt meine Creme hier auf den Boden und zwar fast alles. Aber einige Esslöffel lasse ich mir zurück. Denn ich möchte eine dünne Schicht auf den oberen Boden noch streichen. Also achtet darauf, dass ihr ein bisschen was zurückbehaltet. Gut verstreichen. Jetzt kommt hier der zweite Boden oben auf. Vorsichtig andrücken, dass keine Luftblasen entstehen. Jetzt kommt hier oben auf den zweiten Boden noch die restliche Creme. Und das dient einfach dazu, dass wir hier oben nicht den dunklen Boden haben, sondern eben eine hellere Schicht. Wir wollen hier noch den Spiegel drauf gießen. Und dafür brauchen wir hier einfach ja, eine Sahneschicht. Sonst würde das Dunkel des Bodens durchschlagen und dann wäre der Spiegel nicht so schön. Wunderbar. Jetzt noch den Rand etwas mit Küchenkrepp sauber machen und dann kümmern wir uns um den Spiegel. Für den Spiegel wieder 2 Blatt Gelatine einweichen in kaltem Wasser. So etwa 5 Minuten, wie gehabt. Und in der Zeit können wir uns schon den Eierlikör, und zwar 150 Milliliter habe ich hier abgemessen. Die werde ich mir jetzt auch gerade warm machen in der Mikrowelle. Nur warm, nicht kochen. Die Gelatine ist ausgequollen und die ausgedrückte Gelatine gebe ich jetzt wieder hier in die angewärmte Flüssigkeit. Kann sich wieder schön auflösen. 2 Blätter, wie gesagt, in 150 Milliliter Eierlikör. Gut verrühren. Und auch diese Mischung lassen wir jetzt auf Zimmertemperatur gerade abkühlen und dann werden wir sie über einen Löffel auf die Torte fließen lassen. Gut verteilen, dass sie alles bedeckt. Wunderschön österlich sieht unser Spiegel aus. Sehr, sehr verlockend und lecker. Die Torte muss jetzt, so wie sie ist, mindestens 3 bis 4 Stunden, gerne auch über Nacht in den Kühlschrank, am besten abgedeckt mit einer Haube, dass sie keine Gerüche annimmt. Und dann sehen wir uns zum finalen Dekorieren wieder. Die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, schön abgedeckt mit einer Haube wie immer. Sie ist super schön fest geworden. Man sieht es, wenn man so ein bisschen dran rüttelt. Klappt das alles oder nicht? Ist der Spiegel fest oder nicht? Ich werde sie jetzt aus dem Ring schneiden und final dekorieren. Einfach mit Sahne einstreichen und oben auf Rosetten und Dekoration nach Wunsch natürlich. Erstmal schneiden wir sie uns aus dem Ring. Vorsichtig mit einem scharfen Messer einmal ringsrum. Sie löst sich auch gut. Wunderschön sieht unser Törtchen aus. Das muss man wirklich sagen. Man könnte sie auch durchaus so servieren. Sehr, sehr schick mit diesem Streifenlook. Aber ich kleide sie mir noch ein und gebe noch die Rosetten oben auf. Und dann kommt unsere finale Dekoration. Die Sahne gerade steif schlagen, mittelsteif für den Rand, sehr steif für die Rosetten wie immer. Und ich lasse noch etwas Sahnefest hinzurieseln und etwas Vanillezucker. Selbstgemacht. So reicht das für den Rand und nachher noch etwas stärker aufschlagen für die Rosetten. Los geht's! Wie immer mache ich mir erstmal eine kleine Krümelkruste, damit ich einfach die Krümel hier, die noch da sind, binde. Einmal eine dünne Schicht Sahne drumherum geben, damit die Krümel einfach nicht in unsere äußere weiße Schicht durchschlagen. Schön bis nach oben gehen und gucken, dass wirklich alles schön gebunden ist. Und wenn wir da einmal rum sind zu unserer Zufriedenheit, dann können wir die zweite Schicht auftragen.
Okay, jetzt die zweite Schicht. Die darf ruhig etwas dicker sein. Und wirklich gucken, dass man überall gleichmäßig viel hat. Und dann ziehen wir uns die Torte final ab und dann ist sie für außen schon mal fertig. Schauen, dass man auch hier oben bis zum Rand geht. So, ich bin einmal rum. Jetzt ziehe ich mit der Teigkarte noch ab. Ihr könnt da auch einen Zackenkamm verwenden. So lange abziehen und Löcher füllen, bis ihr zufrieden seid. Und dann werden wir uns die Rosetten aufspritzen. Den Rest der Sahne steifer aufschlagen, sodass wirklich die Sahne ganz, ganz fest ist. Und in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen. Ich nehme da immer die Tülle 1M. Das ist eine Rosentülle. Den kann man hier noch vorschieben. Das kann man auch mit einer Teigkarte machen oder mit den Händen. Und los geht's. So, die Torte einteilen ist immer sinnvoll, damit man einfach weiß, wohin spritze ich denn am besten. Ich teile sie ein in 14 Stücke. Vorsichtig eindrücken. Man sieht fast nichts, okay. Aber so ein bisschen was sehe ich. Sonst zur Not mit den Uhrzeiten arbeiten. 12 Uhr, 6 Uhr, 3 Uhr und so weiter spritzen. Sehr schön, nicht ganz gerade, weil ich einfach wirklich nichts gesehen habe. Jetzt kommt noch der Außenrand. Sehr klassisch, so muss eine Torte aussehen, zumindest beim klassischen Konditor. Kann man beliebig dekorieren, zum Beispiel mit solchen Möhrchen oder aber mit Ostereiern, also Schokoeiern. Am besten natürlich mit einer Eierlikörfüllung und das mache ich jetzt so. Wunderschön, die Torte ist für mich so fertig. Es sind noch andere Gestaltungsmöglichkeiten denkbar. Hier in der Mitte kann noch ein Häschen. An die Seite könnte theoretisch am Anfang noch etwas Schoko. Aber ich finde sie so sehr schön, sehr hell und österlich. Diese Torte ist bei mir für den 20. Geburtstag meiner mittleren Tochter. Und deswegen finde ich sie so genau richtig. Ein Stückchen darf ich anschneiden. Das ist bei uns ganz normal. Da kommt unsere Eierlikör-Schokotorte. Ich werde sie jetzt mit Freuden für euch probieren. Richtig schön österlich sieht es jetzt hier schon aus. Meine Forsythien und meine Renekloden blühen schon im Garten. Und ich probiere für euch. Oh mein Gott. Also die Torte schmeckt wunderbar fluffig, leicht schokoladig und auch sehr, sehr lecker nach dem Eierlikör und dem Eierlikörspiegel. Also es ist eine sehr, sehr feine Komposition für die Ostertage. Das war meine österliche Schoko-Eierlikör-Torte mit Eierlikörspiegel. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr backt die Torte einmal nach. Ob es jetzt nun für Ostern ist oder für einen schönen Geburtstag, ganz egal. Schickt mir dann gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr auch hier unten in der Infobox direkt unter dem Video. Dort einfach anklicken und dann öffnet sich mehr. Da kann man dann nachlesen. Da stehen die Zutaten, da steht der Link zum Rezept. Und da könnt ihr den Kanal auch abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare, Likes, teilt das Video gerne mit euren Freundinnen, mit der Familie und ganz, ganz viel Freude beim Backen. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder um 10 Uhr am Sonntag. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss!